So, also Leute, heute backen wir mal wieder was Schönes, Fitnessgerechtes. Und zwar eine Himbeercreme-Rolle. Kleine Vorgeschichte dazu, ich war eingeladen auf einen Geburtstag, Ü50. So, ich bin für Cheat Meals und Balance und so weiter, aber man muss sich nicht bei jeder Gelegenheit irgendwie in Cheat Meal reinhauen. Ich persönlich heb mir meine Cheat Meals gerne auch für eine schöne besondere Atmosphäre, wenn ich mit meiner Familie Eis essen gehe und so weiter, und dann suche ich mir auch gerne das Cheatmeal halt meiner Wahl, mein Lieblings-Cheatmeal aus, was sich für mich wirklich lohnt. Da muss ich mir nicht bei jedem Geburtstag irgendwie ein Stück Apfelkuchen reinpfeifen, da bringt es nicht, die Kalorien, die lohnen sich nicht, Leute. Deswegen ist es immer schlau, wenn man auf Feiern und Anlässen was Fitnessgerechtes mitbringt. Ich meine, da kannst du auf diversen Feiern mit einem Salat ankommen, das ist kein Problem, wenn gegrillt wird und so weiter, aber auf so einem Geburtstag Ü50, ja, da sind eben auch so die Kuchen- und Tortenprofis, die sind anspruchsvoll, ja. Da kannst du denen auch irgendwie nicht mit einem, weiß ich nicht, Protein-Cheesecake aus Magerquark und Proteinpulver kommen, das kommt nicht gut an. Und du kannst jetzt auch nicht irgendeinen Kuchen, der nur dir selber als Fitnessgirl schmeckt, kannst du jetzt da auch nicht hinstellen, das ist ja auch irgendwie, ne. Das macht man ja auch nicht. So, deswegen, Leute, ich habe mir gedacht, guck mal, so ein schönes Himbeercreme-Röllchen, das kommt doch immer gut an. Da stehen die doch drauf, die Ü50. Kandidaten hier, ne? Die ich übrigens extrem feiere, ne? Ich freue mich auch auf die Zeit später. Ich habe gegoogelt nach Biskuitrolle, Low Carb Biskuitrolle, Fitness, alles klar. Ich habe Rezepte ausprobiert, Leute, die wurden alle scheiße, ja? Es wurde alles nichts. Konsistenz doof, ja? Konnte man nicht rollen, ekelhaft geschmeckt. Du kannst denen da auch kein Proteinpulver großartig reinknallen, Leute, ne? Aber dann habe ich ein Rezept entdeckt und das wurde einfach perfekt von der Konsistenz her und vom Geschmack her. Richtig geil, das kam super an, Leute. Das machen wir jetzt. Das will ich euch nicht vorenthalten, weil das ist perfekt für solche Anlässe. Oder eben auch einfach für solche Tage, an denen man halt Bock hat, was Süßes zu essen und so. Bevor du dir irgendeinen Scheiß reinballerst, mach dir eine wunderbare Himbeer-Creme-Rolle. Ja? So, absolut figurfreundlich, eigentlich ziemlich gesund. Nährwerte Bombe, könnt ihr euch von mir jetzt auch die ganze Rolle reinknallen, wenn euch danach ist, aber ich meine noch Balance, ja. So, aber ich sag's vorab, ich mache sie nicht vegan, weil viele das vielleicht von euch erwarten, weil bei mir sehr, sehr viel vegan ist auf meinem Kanal, weil ich mich immer noch very, very plant-based ernähre, aber ja, Balance, Leute. In so Küchlein und so ist vielleicht mal ein Löffelchen Bio-Quark drin oder gegen Bio-Eier habe ich ja auch nichts einzuwenden, ansonsten Milchprodukte natürlich eher nicht, aber so ein Löffelchen Bio Joghurt oder Quark in einem Kuchen kann man auch verkraften. Alright, stay cool. Aber man kann dieses Rezept auch easy peasy auf vegan trimmen. Ich werde euch währenddessen sagen, ja, wie ihr das macht. So, los geht's. Erstmal Backofen vorheizen auf 190 Grad, bitte Ober-Unterhitze. So, das läuft bei mir schon. Backblech vorbereiten, schon mal ein Backpapier drauf und dann geht's auch schon los. Wir brauchen 4 schöne Bio-Eier ohne Schale, ja, die Schale machen wir raus, sonst sagt die Gertrud, ey, Schale. Das ist natürlich jetzt die Stelle, da könnt ihr dann eben auch den veganen Ei-Ersatz nehmen, ja, wenn ihr wollt. Ein Süßungsmittel eurer Wahl, ein kalorienfreies, ich nehme Erythrit, ihr könnt auch Stevia gerne nehmen. Und zwar 50 Gramm. Macht schon Rührgerät. Keine Faxen. Sonst gibt's Ärger von der Gertrud. Fitness Girl in the Kitchen. Nee, so ungefähr, ne, stellen sich das die Männer vor, wie wir in der Küche rumhantieren. Ja, mache ich tatsächlich, Leute. So, Prise Vanille rein, hab ich nicht da. Macht sie lieber rein, sonst gibt's Ärger von der Gertrud. Wird besser. So, wenn Spritzer Zitrone hinein, Leute. Spritzer Zitrone darf in keinem Himbeerröllchen fehlen. Zack. Prise Salz. Ohne Prise Salz geht in der Küche gar nichts. Ja? Himalaya Salz rosa. Auch für die Gertrud. Jetzt haben wir hier unseren Biomager Quark. 2 Esslöffel davon. Da können wir natürlich jetzt auch in veganen Ersatz nehmen, ja. Es gibt dieses schöne Kokosjoghurt auch. Oder von mir aus halt Sojajoghurt. Oder was weiß ich. 2 Esslöffelchen müssen das jetzt hier gewesen sein, ja. Weiter mixen.
Immer. Hilft nicht extra für die Kamera. Nee, in der Tat. Das kommt alles nicht von ungefähr, diese Vorurteile. Es sind keine Vorurteile, es ist real. Es ist alles real. So. So, das sind die feuchten Zutaten. Kommen wir jetzt zu den trockenen Mandelmehl. Oder auch gemahlene Mandeln. Funktioniert auch super, Leute. Und zwar 80 Gramm. Ein Teelöffel Backpulver vom Dr. Edgar, wie meine Oma jetzt sagen würde. Oder eben die Gudrun. Bisschen Guarkernmehl, aber nicht viel, weil ich finde, also das hat einen komischen Geschmack, wenn du das zu viel dosierst. Deswegen, wir nehmen hier nur so ein bisschen. Nee, das geht nicht, weil wenn ich diesen einen Geschmack schon schmecke, dann schmeckt das eine Gudrun erst recht. Das müssen wir jetzt irgendwie mal hier rauskriegen. Das war zu viel des Guten. Komm, Backpulver haben wir eh überdosiert, das ist nicht schlimm. Oh je. Naja, gut. Also nur so ein bisschen, so ein Viertel Teelöffel oder so einen halben, nee, nicht einen halben, so ein Spitzel. Ein ganz bisschen nur, Leute, ja? Ah, das vermischen wir jetzt hier so ein bisschen. War übrigens sehr schön, der Geburtstag. Der Kuchen kam super an. Super. Super. Gudrun wollte das Rezept haben. Hat es schon dreimal nachgebacken. Hat seitdem 15 Kilo verloren. Das ist doch wahr, oder? Hast du nicht gesehen? Viel schlanker jetzt, die Gudrun. Schatz, komm. Oder? So, das gehen wir jetzt zu unserem flüssigen Feuchtigkeitsgemisch dazu. So, und es muss jetzt auch noch vermixt werden, gell? Also am besten auch wieder mit dem Rührgerät. Warum habe ich so eine Rührgerätphobie? Ich weiß warum, weil es immer irgendwie Sauerei gibt. Oder? Hier, guck mal, alles frisch geputzt heute. Nicht meine Socken! Ah, oh, wie schön! Hätte ich es doch nur nicht genommen. Sieht doch hier absolut Gudrun-konform schon aus von der Farbe. Schön gelb. Gelb muss immer der Teig sein bei der Gudrun. Und der Hannelore und der Uschi. So. So, jetzt muss das direkt aufs Blech und dann direkt in den Ofen. Und dann kümmern wir uns um die Füllung, die auch irgendwie wieder Gudrun-konform sein muss. Oh, wie schön. Die Konsistenz ist einfach Perfektion. 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 Ich kann danach nur die ganze Küche putzen, wegen diesem Rührgerät. Machst du das schon? Hast du einen Termin? Ja, Romeo und ich, wir wollten noch irgendwo hin. Achso. Egal, kannst du danach machen. Ich schlafe heute beim Kumpel. Oh, genau. Mit Romeo zusammen. Wirst du auch niemals machen. So, wir verstreichen das jetzt schön, Leute, wir verstreichen es schön. Das muss jetzt gleichmäßig sein. Nicht zu dick, nicht zu dünn, Leute. Ne? Da müssen wir jetzt gucken, dass wir das irgendwie hinkriegen. So, weil eine Biskuitrolle mit Löchern und Unebenheiten wird von Gudrun nicht toleriert. Also bei aller Liebe, da hört es auch wirklich auf, ja. Das kann ich auch nachvollziehen, das geht nicht. Also ein Eckchen vom Blech bleibt frei, das ist ganz normal, so soll das auch sein. Ich hoffe, dass es jetzt gleichmäßig ist. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, hier Vorführeffektmäßig wird es nicht so Bombe. Aber als ich das gemacht habe beim ersten Mal, es wurde einfach perfekt. Ne? Also, es kann perfekt werden. Ja? Das muss jetzt in den Ofen. Mittlere Schiene. 10, 12 Minütchen. Leute, setzt euch lieber davor und beobachtet das Ganze, bevor das noch zu dunkel wird. Ja, dann gibt es auch schon wieder Ärger von der Gudrun. Dann sind wir komplett unten durch. So, grundsätzlich könnt ihr die Rolle natürlich am Ende mit allem befüllen, was ihr wollt. Ja, ob ihr da jetzt eine Schokocreme reinhaut oder Beerenfrüchte so püriert oder so, ne, quasi Marmelade. Geht natürlich alles, dann seid ihr auch wieder vegan. Aber ich mache eine schöne Himbeercreme und die funktioniert so perfekt mit dem Protein. Pudding von Zack Plus. Ladies!
Da bereite ich also eine Portion zu, einen gehäuften Messlöffel. 250 bis 300 Milliliter Wasser. Ich mache das immer nach Augenmaß, ne? So, bis mir die Konsistenz gefällt. Beziehungsweise, wenn es dann auf der Biskuitrolle drauf ist und die dann im Kühlschrank steht, dann härte ich das Ganze ja hier nochmal ein bisschen auf. Ihr könnt es auch statt Wasser, könnt ihr auch Milch nehmen oder eine Pflanzenmilch. Aber mit Pflanzenmilch wäre ich auch vorsichtig bei der Gudrun. Deswegen, ich nehme Wasser. Schmeckt eben auch mit Wasser gut und wir wollen ja das Ganze auch so low calorie wie möglich auch halten, trotz dass es gut schmeckt und der Pudding schmeckt einfach mit Wasser Bombe, ja. Von daher, super. Ihr könnt natürlich auch eine Creme mit Magerquark zubereiten, ja. Magerquark mit irgendwie Flav Drops anrühren, was weiß ich. Aber, ich sag mal so, wenn du in die Bäckerei gehst, was du da findest, ist in der Regel ein gutes, solides, altes, traditionelles, bewährtes Himbeercreme-Röllchen. Von daher bleiben wir auch dabei. So. So Leute, natürlich wieder vor, für Effekt ist so will. Ich sehe jetzt, ich habe es ein bisschen ungleichmäßig gemacht. Aber macht halt gleichmäßiger, ne? Aber es sieht wunderschön aus. Schön, schön aufkühlen lassen und dann mit der Füllung bestreichen. Ne? Dieser Himbeerpudding, der ist jetzt, der ist nicht klumpig, keine Angst. Der hat Himbeerstückchen drin. Kam auch super an. Bei Hannelore vor allen Dingen. Ich habe hier mal noch mit dem Rest Quark als Alternative, weil ich jetzt Romeo nicht unbedingt einen Protein-Pudding geben möchte. Ne? Ist ja kein Erwachsener. Habe ich noch den Quark einfach mit bisschen Erythrit, Vanille habe ich inzwischen gefunden und Zitronensaft angerührt. Dann mache ich eine Hälfte so, eine Hälfte so. Dann haben wir so ein Zitronenquarkröllchen. Was wird das? Eine Cremeschnittchen, Himbeercreme, Zitronencreme, Quark, Füllung, Schnittchen. Fitnessgerecht wird das, Schatz. Jetzt weißt du Bescheid. Kann ich probieren? Ja, gleich. Moment. Ich hätte ihn dünner auftragen müssen. Es sei uns verziehen. Och Mann, was geht alles schief? Ich hab's so dick gemacht. Leute! Wir ändern einfach den Titel. Anstatt Rolle machen wir einfach ein Sandwich. Sandwich! Sandwich! Es ist ein Sandwich, Leute! Ja, ich hab's. Lecker! Ja, das ist auch lecker! Och man, Leute! Ja. Also, ihr habt auf jeden Fall jetzt das Rezept für einen wunderbaren Teig. Ja, das könnt ihr auch als Frühstückskuchen wunderbar nehmen. Oder sonst, ihr könnt es dann auch schön mit Butter bestreichen. Oh, das würde ich gerne mit Butter und Erdnussmus. Also. Teigrezept an sich, einsame Spitze, nur dünner aufs Blech machen und dann geht's auch. Aber, ja, komm, wir probieren es jetzt trotzdem. Es müsste jetzt eigentlich noch in den Kühlschrank. Ach Mann, jetzt müssen wir doch alles jetzt hier, ist doch alles doof. Das ist real hier. Ja, yeah, es ist real life, Mann. Ja, real. Und oh. Guckt euch das Schnitzen an. Komm, wir probieren jetzt einfach mal hier so ein Stückelchen. Genau. Der Baba auch, gell, der Baba. Ja, ich probiere jetzt mal gerade selber. Oh, das ist, guck mal hier, Schnittchen. Genau so soll es sein. So muss es aussehen. Mmh. Mmh. Lecker. Hm? Mmh. Gut, Leute, das ist ein bisschen fake. Probier mal, wie du das findest. Das schmeckt auf jeden Fall mega geil. Gut. Entschuldigung, macht das mal einfach. Selbst wenn ihr es als Frühstückskuchen nehmt, Fitness-Frühstückskuchen, Frühstücksbrot, Bombe, Bombe, richtig lecker. Oder halt, ihr macht es halt richtig, ne? Ihr wisst ja, wie es geht jetzt so. So knien wir auf dem Küchenboden und essen die missglückte Creme-Schnittchen-Rolle und sind trotzdem glücklich. Sind glücklich, oder? Sind wir glücklich? Ja, jetzt sind wir glücklich. So, wunderbar, Leute. Leute, trotzdem, ne, macht es einfach mal nach und sagt Bescheid, ja. Und schickt mir eure perfekten Bilder gerne, ja. Komm, schickt sie mir. Macht ruhig. Ja. Jetzt ab in den Kühlschrank. Die Himbeerseite schmeckt total lecker, mega lecker. Und da ist halt das Schöne bei diesem Proteinpudding, da schmeckst du diesen Whey-Geschmack nicht, ne. Das schmeckt extrem lecker. Und den Proteinpudding gibt es ja noch in, ich glaube, 6 oder 7 anderen Sorten. Schoko, Vanille, Kokos, Haselnuss, Karamell, ne. Deswegen Bombe. Verschiedene Füllungen dann machen.
Leute, ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Schnittchen war einfach noch leckerer als die Rolle, die ich gemacht hatte, weil der Teig einfach dickerer war. Ja? Also ich, dicker. Also ich würde sagen, macht es direkt so, ja. Und wenn er es ein bisschen hübsch zuschneidet, dann akzeptiert es auch die Gudrun. Und einen Tag später schmeckt es noch besser. Also Leute, Daumen hoch, macht's gut, ciao.